Zukunft entsteht nur durch das, was du jetzt machst. Und morgen ist heute schon gestern. Aber wenn dein Gestern dein Heute bestimmt, dann wird morgen das gleiche Ergebnis da sein wie gestern. Und das ist bei den meisten Leuten der Fall. Ich war schon immer so, deswegen werde ich immer so sein. Und ich bin so, weil die und die Umstände mein Leben waren, das und das mir passiert ist, diese Menschen so waren und ich leider in dem Zustand geboren wurde, meine Eltern waren nicht reich oder ich bin in dem Land groß geworden oder dies oder das, was auch immer es ist. Und solange du anderen Menschen, anderen Umständen die Schuld gibst, gibst du die Verantwortung ab und auch die Macht. Hallo, mein Name ist Ben Ouattara, ich bin High Performance und Mindset Coach für Selbstständige und Unternehmer und ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ins Machen zu kommen, ihre Visionen zu erfüllen, indem sie ihre internen Limitierungen, ihre mentalen und emotionalen Blockaden auflösen und somit ihr volles Potenzial entfachen. Und im heutigen Video geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich werde mit einem Statement beginnen. Und dieses Statement kann vielleicht ein bisschen provokativ sein, aber mein Statement ist, du bist ein Lügner und ein Heuchler. Ja, du bist ein Lügner und ein Heuchler. Du machst dir sehr viel vor und du lügst. So, und das ist jetzt sehr schnell eskaliert. Aber was meine ich jetzt wirklich damit? Es ist sehr wichtig, dass wir uns das angucken. Ja? Du hast wahrscheinlich schon von limitierenden Glaubenssätzen gehört. Und das ist so ein Begriff, der sehr oft verwendet wird. Ja, es sind Glaubenssätze, es ist etwas, was du glaubst über dich selbst, über andere, über die Welt. Und das limitiert dich. Aber limitierende Glaubenssätze, das wirkt und klingt manchmal so sanft. So, ja, limitierende Glaubenssätze, ich muss sie aufheben. Aber nein, am Ende des Tages, was ist das? Wenn ich glaube, dass etwas stimmt und es stimmt nicht, aber ich nehme es an als die Wahrheit, dann ist es eine Lüge. Und wenn ich an diese Lüge glaube, aber ich selber diese Lüge sage, unterbewusst, dann bin ich unterbewusst ein Lügner. Und es ist sehr wichtig, diese Lügen aufzudecken, weil wenn ich jetzt jemanden habe, der mir eine Information gibt und er belügt mich, aber ich gehe davon aus, dass es die Wahrheit ist, dann bin ich limitiert. Ich werde bestimmte Sachen falsch machen. Ich werde bestimmte Sachen gar nicht erst sehen, ich werde sehr lange im Dunkeln tappen, bis ich dann irgendwann an die Wahrheit stoße. Wenn aber dann jemand mich manipuliert und mir immer wieder sagt, nein, das ist nicht so, weil, na gut, dann glaube ich dem mal, ja. Und dann bleibe ich noch länger und noch länger im Dunkeln. Deswegen ist es so wichtig, diese Lügen an die Oberfläche zu bringen, ans Licht zu bringen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es schmerzhaft ist. Und erst dann kann man in die wirkliche Transformation gehen. Sondern das Ding ist, es gibt Leute, die eine Limitierung haben, die sich selber Lügen erzählen. Seit der Kindheit. Das sind teilweise Lügen, die wir selber kreiert haben, teilweise sind es Lügen, die wir bekommen haben von anderen Menschen, in unserem Umfeld. Die Kultur, in der wir groß geworden sind, unsere Eltern, unsere Lehrer, was auch immer es ist, unsere Freunde, Menschen um uns herum, haben bestimmte Sachen gesagt, die nicht stimmen. Und wir nehmen es einfach an oder haben es angenommen. Und es gibt auch Gründe, warum wir daran festhalten. Darauf komme ich gleich. Aber das Wichtigste ist, erst zu identifizieren, was es ist. Und zu sehen, was für einen Einfluss das auf dein Leben hat, auf deine Ergebnisse hat, auf deine jetzige Realität hat. Und du kannst dich vielleicht fragen, was hat das jetzt mit meinem Business, meinem Erfolg zu tun? Sehr viel. Wenn du etwas glaubst, was nicht stimmt und das bestimmt, was du tust und nicht tust und was du tust und nicht tust, bestimmt deine Ergebnisse und du hast ein Ziel, eine Vision, eine Mission und es gibt bestimmte Sachen, die du tun musst, die du aber nicht tun kannst oder nicht auf die Art und Weise tun kannst, wie es erforderlich wäre, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und deswegen habe ich einige Fragen an dich. Es ist wichtig, dass wir bestimmte Sachen aufschreiben für uns, weil in unserem Kopf gehen so viele Gedanken und Brainstorms. Es ist wichtig, dass wir die Distanz dazu kreieren. Du kannst diese Sachen nicht in deinem eigenen Kopf machen. Du bringst sie auf Papier und dann wirst du dir bewusst darüber, was da wirklich ist und dann kannst du damit arbeiten. So, und ich habe einige
grundlegende Fragen an dich, die du erstmal für dich selber beantworten musst. Und dann kannst du ein Gefühl dafür kriegen, was für Lügen eigentlich dein Leben kontrollieren. Und das ist jetzt, das ist eine Übung, die ich mache mit Leuten, die ich coache. Das ist jetzt nicht die komplette Übung, das ist erstmal ein Teil davon, weil es gibt mehrere verschiedene Prozesse und Teile. Und es ist wichtig, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dass man nicht alles auf einmal macht. Das ist oft das Ding, dass manche Leute denken so, ja, ich will alles wissen, was darum geht. Und das Thema Glaubenssätze, ne? Und das ist auch zum Beispiel eine Lüge, die du vielleicht hast. Ich habe manche Leute, die ich nicht coachen kann, weil sie nicht coachbar sind, weil sie nicht ready sind, weil sie nicht bereit sind. Warum? Weil sie sagen, ich weiß schon alles, ich kann das schon. Oder ja, ich habe es schon mal gemacht, das bringt nichts. So, und das ist eine Lüge. Das ist genauso wie jemand, der gesagt hat, ich habe eine Diät versucht und das hat nicht geklappt und Diäten funktionieren nicht und das ist alles scheiße und ich bin eigentlich glücklich so, wie ich bin. Aber das ist ja nur, weil sie nicht daran glauben. Aber sie glauben nicht daran, weil sie sagen, es funktioniert nicht. Und dieses, es funktioniert nicht, ist eine Lüge. Aber die Lüge beschützt dich davor, dass es peinlich wird, dass du wieder enttäuscht wirst und deswegen machst du lieber keine Hoffnung und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Gründe, warum wir diese Lügen aufrechterhalten. Aber Lügen wie, ich weiß das schon, ich kann das schon. Manche Menschen haben Lügen wie, ich brauche keine Hilfe, ich mache das alleine. Warum? Weil sie glauben, dass Hilfe anzunehmen bedeutet, dass man schwach ist. Eine Lüge. Jemand, der stark ist, muss nichts beweisen. Jemand, der stark ist, erkennt seine Schwächen und arbeitet dran. Und das macht ihn ja stark, weil er die Schwächen ja dann zu Stärken verwandelt und dann hat er diese Schwäche nicht mehr. Jemand, der schwach ist und versucht es zu verstecken und sagt, nein, ich will auf keinen Fall zugeben, dass ich diese Schwäche habe, bleibt in dieser Schwäche. Und somit schwach. Und das sind Lügen, die uns aber so wahr vorkommen. So, und jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Und schreib es mal bitte auf. Du kannst auch das Video auf Pause setzen. Schreib dir mal alles auf, was dir einfällt zu ich bin viel zu... Punkt, Punkt, Punkt. Was bist du viel zu? Ja? Zum Beispiel, ich bin viel zu faul. Ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu emotional, ich bin viel zu aggressiv, ich bin viel zu verletzbar, ich bin viel zu schüchtern, ich bin viel zu chaotisch, ich bin viel zu passiv, ich bin viel zu introvertiert, ich bin viel zu laut, ich bin viel zu aufdringlich, ich bin viel zu, was auch immer es ist. Schreib es auf. Was ist deine Bewertung von dir selbst? Was glaubst du, was du viel zu bist? Und gleichzeitig steckt da drin, ich sollte eigentlich weniger, aber ich bin viel zu was? So, und jetzt, wo du das aufgeschrieben hast, guck dir die einzelnen Punkte an. Und jetzt schreib mal zu jedem einzelnen Punkt, warum du so bist. Ich bin viel zu introvertiert, weil. Ich bin viel zu chaotisch, weil. Ich bin viel zu was auch immer, weil. Und sei ehrlich zu dir selbst, weil diese Übung ist jetzt so, ne, das ist für dich. Keiner sieht das, was du da aufschreibst. Aber sei ehrlich zu dir selbst, weil wir belügen uns oft, allein schon, weil wir jetzt das Gefühl haben, okay, eigentlich würde ich sagen, ich bin so, weil meine Eltern in meiner Kindheit, aber ich weiß ja schon, dass es eine Übung ist, die das wird. Aber wenn du dieses Gefühl hast, wenn du diese Gedanken hast, dann schreib sie auf, sei ehrlich zu dir selbst. Versuch dich jetzt nicht wieder zu manipulieren, damit du besser aussiehst und eigentlich, ja, eigentlich denke ich, die Person ist schuld, aber das gehört sich nicht, das zu sagen und deswegen werde ich nicht das sagen, was ich wirklich denke. Wir haben so viele Lagen an Lügen von dem, was wir wirklich denken, das, was wir nach außen zeigen, dass wir manchmal sogar, wenn wir alleine mit uns selbst sind, uns nicht mal trauen, bestimmte Sachen zuzugeben. Gebe es ruhig zu. Es ist egal, ob es gut ist oder schlecht ist oder moralisch gut oder es eigentlich sein sollte oder was auch immer. Schreib es wirklich so auf, wie du es fühlst. Belüge dich nicht selbst. Sei ehrlich zu dir selbst. Wem oder was gibst du die Schuld dafür, dass du jetzt in diesem jetzigen Zustand bist? Okay. Jetzt schreib mal alles auf, was dir einfällt, zu diesem Satz. Ich bin nicht Punkt, Punkt, Punkt genug. Was bist du nicht genug? Ich bin nicht kreativ genug. Ich bin nicht motiviert genug. Ich bin nicht schlau genug. Ich bin nicht selbstbewusst genug. Ich bin nicht attraktiv genug. Ich bin nicht was auch immer. Ja? Wo bist du nicht genug? So, nachdem du diese Liste aufgeschrieben hast, machst du genau das Gleiche. Ehrlich zu dir selbst schreibst du auf, warum du so bist. Warum bist du nicht schlau genug? Warum bist du nicht intelligent genug? Warum bist du nicht motiviert genug? Warum bist du nicht, was auch immer, kreativ genug, strukturiert genug? Schreib es auf. Wem oder was gibst du die Schuld dafür, dass du das nicht bist?
Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, weißt du, dass du in jedem einzelnen dieser Bereiche besser werden kannst. Und du hast es wahrscheinlich schon probiert. Ja? Vielleicht sagst du, ich bin nicht lustig genug. Ja? Ich habe keinen Sinn für Humor. Oder ich bin nicht extrovertiert genug. Oder ich bin kein guter Verkäufer. Oder ich bin nicht, was auch immer es ist. Oder ich bin viel zu, du möchtest weg von dem einen und hin zu dem anderen. Und es ist ein Prozess. Und du weißt es, denn du hast bestimmte Eigenschaften an dir, die du vielleicht vor 10 Jahren nicht hattest. Bestimmte Fähigkeiten, die du hast, die du vor 10 Jahren nicht hattest. Manche sind selbstbestimmt, manche sind fremdbestimmt, dass du in ein Umfeld reingekommen bist und du musstest, du hattest gar keine andere Wahl, als dich da zu verändern und dich anzupassen und dann irgendwann war es normal für dich. Andere Sachen hast du dir vorgenommen, aber du hast es nicht hingekriegt. Was hat dich bis jetzt daran aufgehalten, diesen Zustand zu verbessern? So, und jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Wer würdest du wirklich sein wollen? Was ist die Version von dir selbst, die du siehst? Und sei ehrlich zu dir selbst. Denn sehr viele von uns haben schon mit der Zeit gelernt, keine hohen Erwartungen zu stellen, zu sagen, ah, und man hat auch teilweise Glaubenssätze von außen, dass man sich nicht selbst zu wichtig nehmen soll, dass man nicht angeben soll, dass man nicht zu laut sein soll, dass man nicht zu viel Geld verdienen sollte, dass man nicht zu viel haben wollte allgemein, dass man das Gefühl hat, wenn ich jetzt mehr habe, haben andere weniger und deswegen sollte ich mich selber zurücknehmen. Dass man teilweise sogar eine Bewertung hat über Menschen, die da stehen, wo man eigentlich sein will, die das können oder die das haben, was wir eigentlich haben wollen. Und manche Leute gehen sogar so weit, dass sie das Gegenteil machen. Dass sie sagen sogar, du willst abnehmen, du hast so oft versucht und du sagst, weißt du was, ich will gar nicht abnehmen, ich bin gut so, wie ich bin, ich liebe es sogar, übergewichtig zu sein oder ich brauche gar kein Geld zu haben. Die Leute, die Geld haben, sind so und so und so und so und zumindest bin ich ein guter Mensch. Ja? Aber da sind so viele Lügen, die da drunter stecken. Aber sehr oft ist es so, dass wir selber einen Zustand gar nicht mehr, wir wollen gar nicht mehr diese Erwartung haben, weil wir nicht enttäuscht sein wollen. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist, was ist das, was du wirklich willst? Wer willst du wirklich sein? Was willst du wirklich haben? Aber bevor du was haben kannst, musst du etwas tun und da musst du sein. Deswegen, wer musst du sein? Wir gehen jetzt wirklich auf diesen Sein-Zustand ein. Und schreib es dir auf. Welche Eigenschaften möchtest du gerne haben? Du sagst, ich bin viel zu oder ich bin nicht dies genug. Also was willst du eigentlich sein? Und schreib es wirklich auf. Schreib den Idealzustand auf. So, und jetzt guck dir das an. Guck dir jede einzelne Eigenschaft an. Und jetzt schreib auf, was dich bis jetzt davon abgehalten hat, diesen Zustand zu erreichen. Was hat dich abgehalten? Warum bist du bis jetzt immer noch nicht ... genug oder viel zu ... Ich bin mir sicher, dass du schon einiges probiert hast. Aber was ist der Grund dafür? Wem oder was gibst du die Schuld? So, und meine nächste Frage ist, inwiefern profitierst du davon, an diese Lügen zu glauben? Was ist der Vorteil, den du hast, in diesem Zustand zu bleiben? Und schreib es auf. Schreib es auf. Wie profitierst du davon, an diese Lügen zu glauben? Weil du kannst sagen, ja, ich bin unglücklich und diese Lügen sorgen dafür, dass ich jetzt in diesem negativen Zustand bin, dass ich nicht mein volles Potenzial entfache, dass ich nicht die Beziehung habe in meinem Leben, die ich haben will oder den Körper, den ich haben will oder das Geld in meinem Leben, die Finanzen in meinem Leben. Ich sabotiere mich immer wieder selbst, ich mache Geld, gebe das Geld wieder aus oder ich habe da ein bisschen Erfolg und dann mache ich nicht weiter und dann verfalle ich wieder zurück oder ich traue mich gar nicht erst nach draußen zu gehen, obwohl ich mehr Talent habe als andere, was auch immer es ist. Aber inwiefern profitierst du davon? Inwiefern profitierst du davon? Sehr viele Menschen kriegen ein Gefühl von Sicherheit. Weil ich weiß, ich bin nicht gut genug darin und ich werde wahrscheinlich nie gut darin werden. Also, es gibt mir Sicherheit. Ich weiß, was kommen wird. Ich werde nicht enttäuscht sein. Ich werde wahrscheinlich eh nie abnehmen können. Ich werde wahrscheinlich eh nie schaffen, mehr als das zu verdienen. Und das ist etwas, was unterbewusst ist. Das ist das Problem. Weil wir haben diesen internen Kampf. Dann sehen wir eine andere Person, die zum Beispiel etwas erreicht hat in einer gewissen Zeit. Oder wir werden inspiriert von jemandem und wir sagen, weißt du was, ich weiß eigentlich, dass ich das kann. Und das ist das Ding. Du hast diese andere Stimme in deinem Kopf, die ab und zu dir sagt, was du wirklich haben willst. Die Sachen, die du aufgeschrieben hast, die hast du auch schon mal gedacht.
Die Frage ist, was ist dominanter? Was ist präsenter in deinem Leben? Und du wirst es sehen, basierend auf deinen Ergebnissen. Eine Person sagt, du kannst. Eine Person sagt, du kannst nicht. In dir, du hast wie diese Spaltung. Am Ende des Tages, wenn du es nicht versuchst oder wenn du kurz versuchst, aber dann wieder aufgibst, dann hat die Seite gewonnen. Und jedes Mal, wenn du etwas anfängst und es stoppst, dann kriegt diese Seite mehr und mehr Gewicht, weil es kriegt mehr und mehr Beweise, weil es sagt, guck doch mal. Du willst jetzt wieder was versuchen, aber du hast doch schon oft versucht und es hat nicht geklappt. Es sind Beweise da in deinem Leben, in deiner Vergangenheit, die dir zeigen, dass es nicht möglich ist. Die Vergangenheit hat nichts mit der Zukunft zu tun. Nur weil du etwas heute gemacht hast und es nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es morgen nicht klappen kann. Nur weil du etwas in der Vergangenheit nicht konntest, heißt es nicht, dass du es in der Zukunft nicht können wirst. Und das Ding ist, wie sehr hast du wirklich es probiert? Ich meine, wir wissen das in anderen Bereichen. Wenn du Klavier lernen willst oder eine neue Sprache lernen willst, du wirst es nicht innerhalb von 1-2 Wochen können. Es wird Wochen, Monate, Jahre teilweise dauern, bis du auf einem Level bist, dass du sagst, wow, aber wenn du es wirklich machst, und du zweifelst, während du machst, daran, dass es überhaupt möglich ist. Wie lange wirst du dann wirklich aushalten? Und an unserer Persönlichkeit ist es genauso. Du hast bestimmte Sachen so lange und so oft gemacht. Und jedes Mal, wenn du es mal kurz versucht hast, gesagt, ach, das ist nichts für mich. Und du hast dich dann belogen in diesem Moment. Und diese Lügen stapeln sich übereinander. Und das ist, was wir Glaubenssätze nennen. Das wird irgendwann Teil deiner Identität. So nimmst du die Realität dann irgendwann wahr. Die Frage ist, was für einen Einfluss hat das auf dein Leben? Was für einen Einfluss hat das auf dein Business? Welche Aufgaben, Tätigkeiten, Projekte musst du durchführen in der nächsten Zeit? Oder vielleicht, die du schon seit langem auf deinem Plan hast? Und inwiefern haben diese Eigenschaften von dir das beeinflusst? Und nur weil du etwas machst, heißt es noch lange nicht, dass du es nicht besser machen kannst, nicht schneller machen kannst, nicht effektiver machen kannst, nicht kreativer machen kannst, mit mehr Impact machen kannst, größer machen kannst. Aber du hältst dich klein in manchen Bereichen. Und du machst das Notwendigste in manchen Bereichen. Und du weißt aber in dir drin, dass du eigentlich mehr machen kannst. Und dann kreierst du in dir selbst dieses schwere Gefühl. Und dein Selbstbewusstsein geht nach unten, dein Selbstvertrauen geht nach unten. Du vertraust dir nicht selbst, du traust dir selber nicht Sachen zu. Aber da fängt Selbstbewusstsein an. Du musst dir bewusst sein über dich selbst, was für Gedanken in deinem eigenen Kopf passieren, entstehen, kreiert werden. Von wem? Von dir. Stimmen sie oder nicht? Woher kommen sie? Manche Gedanken sind gar nicht deine. Jemand anders hat dir das mal gesagt und du hast es einfach angenommen, adoptiert. Es wird Zeit, es zu verändern und wirklich zu sehen, was für einen Impact wird es haben. Wenn du diese Eigenschaften, die du aufgeschrieben hast, auf das, was du wirklich willst, was wird es wirklich in dein Leben bringen? Und das ist ein Step, ein Prozess, aber er ist so wichtig. Weil viele Leute fokussieren sich auf Fachwissen, sie sagen, okay, ich muss mit meiner Zeit meine Zeit managen und wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich mehr hinkriegen. Aber irgendwo wissen sie auch, dass es eine Lüge ist. Es ist eine Lüge. Wenn du mehr Zeit hättest, würdest du mehr hinkriegen, wirklich? Du hast ja mehr Zeit. Jeden Tag hat 24 Stunden, aber 24 Stunden ist doch nur ein Konzept. Der Tag geht weiter, 48 Stunden, 7 Tage die Woche. Zeit hört nie auf. Aber gibt es nicht Menschen, die in der gleichen Zeit wie du 10-mal mehr hinkriegen? Wie machen sie das? Ja, die sind einfach, die haben ein Team oder die haben mehr Geld oder die haben mehr dies, die haben mehr das und das ist der Grund, warum. Haben sie das von Anfang an so gemacht? Ist das nicht auch eine Lüge, die du dir erzählst? Könntest du nicht mehr in derselben Zeit erreichen? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber das ist das Problem. Wenn du dich nur auf Techniken fokussierst, nur auf das Umfeld, nur auf Struktur, ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, das ist sehr wichtig sogar. Du musst wissen, was zu tun ist. Wenn du das nicht weißt, dann es geht ja nicht darum, dass wir uns wieder auf die andere Seite belügen. Ich kann alles erreichen und ich brauche nichts zu wissen, das ist ja auch eine Lüge. Du musst dich beschäftigen mit bestimmten Sachen. Du musst lesen, du musst verstehen, wie deine Industrie funktioniert. Du musst deine Struktur anpassen, dein Umfeld anpassen. Du musst Routinen kreieren. Du musst das richtige Umfeld an Menschen haben. Du musst lernen zu delegieren. Du musst so viele Sachen, sind wichtig. Und manchmal muss man sich auch überwinden und bestimmte Sachen einmal tun. Man muss nicht, das ist auch dieses Ding. Ich darf keine Angst haben, bevor ich etwas mache. Ich muss immer das Gefühl haben, dass es sich gut anfühlt, bevor ich etwas machen kann. Das ist auch eine Lüge. Wie viele Sachen haben sich schlecht angefühlt oder schwer angefühlt und du hast sie gemacht, bis sie dann irgendwann leicht wurden? Weil du ja besser geworden bist.
Aber wenn du die Art und Weise, wie du die Realität siehst, wie du über die Realität denkst, nicht beeinflussen kannst und es unterbewusst passiert und es in Lügen basiert ist, dann kontrollieren diese Lügen dein Leben. Und das ist wirklich, das ist ein Step. Ich gehe da wirklich mehrere Wochen mit Leuten durch. Das ist ein Element. Natürlich gehen wir auch auf Strukturen und Routinen und das Umfeld und sehr viele andere Bereiche ein. Aber du wirst sehen, dass wenn du das machst, die plötzlich Sachen auffallen, einfallen werden in den nächsten Tagen. Und dann, eine Woche später, geht man dann nochmal tiefer und guckt dann, okay, wenn man jetzt diese Elemente hat, was macht man als nächstes? Jetzt kannst du sagen, ja, okay, ich habe identifiziert, ich bin nicht extrovertiert genug. Und in meiner Vision sage ich, ich will mehr nach draußen gehen, vor Menschen sprechen können, mit Menschen mich unterhalten. Ich weiß genau, das wird in mein Business sehr viel bringen. Ich werde mein Netzwerk erweitern. Ich werde vielleicht in meinen persönlichen Beziehungen auch offener sein mit Menschen und nicht diese Angst haben, mich immer zu verstecken, mich immer zurückzuhalten und zu warten und immer das Gefühl zu haben, dass andere Leute mich bewerten und so weiter und so fort. Dann hast du das und sagst, okay, was muss ich als nächstes machen? Ich muss erstmal wissen, was ich machen muss, wie man das machen kann, aber auch auf Menschen zu gehen. Und dann sagt er, ja, aber das kann ich nicht, weil, so, bumm. Und dann kommen die nächsten Glaubenssätze. Und das ist so wichtig, dass man in diese Prozesse reingeht, dass man wirklich etwas für sich aufbaut. Und dann wirst du sehen, dass durch deine andere Art und Weise zu denken, wenn du dann deine Emotionen shiftest und dann handelst, routiniert, denn es geht nicht darum, was man einmal macht. Diese ganzen Glaubenssätze und diese ganzen Eigenschaften, die du hast, die hast du ja die letzten Jahre lang angesammelt. Von Tag zu Tag, Woche zu Monat, Jahr zu Jahr hast du bestimmte Gewohnheiten kreiert für dich. Aber wenn du es jetzt änderst und switchst, dann merkst du es manchmal nicht direkt, aber plötzlich setzt du etwas in Bewegung. Und wenn du jeden Tag nur 1% Steigerung hast, 1%, 1%, 1%, 1%, wo bist du dann in 6 Monaten, wo bist du dann in einem Jahr, wo bist du dann in 5 Jahren? Es gibt bestimmte Sachen, die hast du schon versucht zu verändern oder schon gedacht vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Wo wärst du jetzt? Hättest du es da geändert. Denn deine Gegenwart ist nur ein Resultat von der Vergangenheit. Das Problem ist aber, dass wenn du deine Gegenwart und was du heute machst, basieren auf das, was du gestern nicht konntest und deswegen glaubst, dass du es nicht jetzt kannst und vielleicht irgendwann in der Zukunft können wirst, aus irgendeinem magischen Grund. Zukunft entsteht nur durch das, was du jetzt machst. Und morgen ist heute schon gestern. Aber wenn dein Gestern dein Heute bestimmt, dann wird morgen das gleiche Ergebnis da sein wie gestern. Und das ist bei den meisten Leuten der Fall. Ich war schon immer so, deswegen werde ich immer so sein. Und ich bin so, weil die und die Umstände in meinem Leben waren, das und das mir passiert ist, diese Menschen so waren und ich leider in dem Zustand geboren wurde, meine Eltern waren nicht reich oder ich bin in dem Land groß geworden oder dies oder das, was auch immer es ist. Und solange du anderen Menschen, anderen Umständen die Schuld gibst, gibst du die Verantwortung ab und auch die Macht. Und es gibt auch einen positiven Effekt daran, dann bist du das Opfer, dann kannst du nichts machen und ja, du bist einfach hilflos. Übernehme die Verantwortung. Die Verantwortung ist, wie du auf eine Situation antwortest. Aber bevor du das machen kannst, musst du erstmal sehen, was eigentlich deine Gegner da sind. Und das sind diese Lügen. So viele Leute geben anderen Menschen in ihrem Umfeld die Schuld. Ja, die sagen oft, das sind Energievampire und die saugen meine Energie und die gönnen es mir nicht und die kritisieren mich und immer nach um meine Eltern und meine Beziehung und meine Freunde und was auch immer. Und ich habe mal diese Definition von Energievampir beschrieben, weil ich habe mir diese Metapher angeguckt von einem Vampir und gesagt, okay, ein Vampir, wenn ein Vampir in einen Spiegel guckt, er sieht sich ja nicht selbst. Vampire haben kein Spiegelbild. Warum, weiß ich jetzt nicht, aber so ist das. Sie mögen auch keine Zwiebeln und so weiter. Aber jetzt sagen wir, sie sehen nicht das Spiegelbild. Das heißt, wenn ein Vampir in einem Raum ist und da sind 30 Menschen und er guckt in einen Spiegel, sieht er sich ja selbst nicht, er sieht nur diese 30 Menschen. Und wenn er einen Schuldigen sucht für etwas, was passiert ist, dann wird er jeden finden und alles finden außer sich selbst. Du bist der einzige Energievampir in deinem Leben. Jeden Zustand, in dem du dich befindest, ist von dir kreiert worden. Ob du etwas getan oder nicht getan hast, liegt in deiner Macht.
Aber manchmal bist du kontrolliert von deinen Emotionen, von den Gedanken, von den Glaubenssätzen, von den Lügen in deinem Leben, aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit. Obwohl du genau weißt, ich muss heute das machen, ich muss diese Woche das machen, ich muss diesen Monat das launchen, ich muss so nach vorne treten, weil ich es gelernt habe, weil ich gesehen habe, dass die Leute, die erfolgreich sind, in meinem Bereich das tun und ich muss das tun, was diese Menschen tun. Und jetzt kommt dieser Punkt, ich kann das nicht machen, weil ich bin nicht so oder ich bin nicht so oder ich kann das nicht. Ich kann, und wenn du etwas nicht kannst, kannst du es ja lernen. Ja, aber oh, das dauert lange und ich habe es schon mal versucht in der Vergangenheit. Das klappt, ich bin einfach nicht der Typ. Und somit stehst du deinem eigenen Wachstum im Weg und somit bleibst du in deiner Komfortzone, bleibst du in dem, was du kannst, was du kennst, wen du kennst. Und dann kann man schon fast prognostizieren, wo du in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren sein wirst. Und vielleicht bist du ein bisschen weiter, weil du ja externe Elemente hast und du hast ja Deadlines und du kriegst gerade mal so es jedes Mal hin, jedes Jahr vielleicht ein bisschen mehr zu machen als letztes Jahr, aber niemals dein volles Potenzial auszuschöpfen. Deswegen ist es so wichtig, die Lügen im Leben aufzudecken. So, und wenn du willst, dass ich dir dabei helfe, wirklich diese Prozesse alle durchzugehen, dann kontaktiere mich. Klick auf diesen Link in der Bio. Ich habe so viele Menschen, denen ich helfe, in diesen Punkten vorwärts zu gehen. Das ist ein Element, aber es gibt natürlich weitere Elemente. Und vor allen Dingen muss ich genau sehen, wo du gerade stehst, was deine jetzige Limitierung ist, was deine nächsten Ziele sind. Und es ist wichtig, dass du jetzt schon im Business bist, dass du jetzt ein Projekt hast, dass du jetzt genau weißt, es gibt etwas, was ich in den nächsten Wochen und Monaten durchziehen muss. Und ich weiß ganz genau, dass ich mich da limitiere, dass ich manchmal viel schneller vorangehen könnte, dass ich prokrastiniere, Sachen aufschiebe, Sachen mache, die eigentlich nicht so wichtig sind, weil vor den wichtigen Sachen da Emotionen hochkommen und ich push sie nach vorne oder ich weiß, ich könnte eigentlich etwas viel größer machen, als es ist, aber irgendwie ziehe ich mich selber immer wieder runter und ich weiß nicht, warum. Es ist diese unsichtbare Energie, die mich da zurückhält. Es ist so wichtig, dass wir an unseren Emotionen, an unseren Gedanken, vor allem die Unterbewussten, reingehen und dann merken, dass es nicht an den Techniken liegt. Natürlich ist es so wichtig. Es kann sein, dass die Strategie, die du hast, angepasst werden muss in deinem Business. Das ist ein Bereich. Aber der zweite Bereich bist du, denn mit der besten Strategie der Welt, mit dem falschen Mindset, kommst du nirgendwo hin. Und da kann ich dir wirklich helfen, nach vorne zu gehen. Praktisch. Nicht nur in der Theorie, sondern wirklich praktisch. Von der ersten Woche an gucken wir uns an, was ist wirklich bei dir auf dem Plan? Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Und wie können wir noch effektiver nach vorne gehen, okay? Und wenn du willst, dass ich mit dir darüber gucke, ist ein kostenloser Call, den ich anbiete, der Power Call nennt sich das, der geht ungefähr anderthalb Stunden. Klick auf den Link hier unten, dann wird dir alles erklärt. Ich werde dir noch einige Fragen stellen, einfach, dass ich besser verstehe, wo du stehst und dann werden wir gemeinsam da reingehen. Und wenn wir sehen, dass es passt, wenn du sagst, okay Ben, ich bin überzeugt, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich Hilfe brauche und was ich auch durchziehen werde, dann können wir gemeinsam zusammenarbeiten daran. Das ist wirklich der Grund, warum ich das auch wirklich mache, weil es ist einmal für mich eine Möglichkeit zu sehen, mit wem ich zusammenarbeiten will und kann und für dich eine Möglichkeit zu sehen, ob das mit uns auch wirklich passt. Und ich habe schon so viele Menschen geholfen, die an diesem Punkt waren und die wirklich für sich, das ist jetzt gerade die Sirene auf der Straße, die für sich in so kurzer Zeit, dadurch, dass sie ihre internen Limitierungen blockiert haben, nach vorne gekommen sind, dass es für mich einfach mal eine Freude ist, das zu sehen. Weil es gibt so viel Potenzial da draußen, was nicht auf die Straße kommt. Und viele Leute haben Bücher gelesen, haben sich mit bestimmten Themen beschäftigt und sagen manchmal, ja, ich weiß es, ich kann das schon, ich kriege das schon alleine hin. Aber die Zeit hat bewiesen, dass sie es nicht alleine hinkriegen. Und wenn du dann etwas anderes probieren willst, weil das ist auch eine Lüge, die viele Leute irgendwann kreieren, weil sie aufgeben, wie Leute, die schon 10 Diäten hinter sich haben und sagen, ach komm, weißt du was, Diäten bringen gar nichts und ich werde wahrscheinlich nie abnehmen und es ist egal und ich bin glücklich eigentlich da, wo ich bin. Obwohl das nicht wirklich stimmt, ist eine Lüge, aber diese Lüge schützt sie davor, enttäuscht zu werden in der Zukunft. Dass viele Leute irgendwie probiert haben, sie haben Bücher gelesen, sie waren auf Events, Seminare und haben irgendwann gesagt, weißt du was, dieses ganze Motivation, Mindset-Ding, das ist Quatsch. Aber ich gucke mir trotzdem nochmal ein Video an und höre mir einen Podcast an. Man weiß ja nie, aber irgendwie glaube ich nicht daran, dass das irgendwie klappt das nicht. Es ist auch eine Lüge. Du weißt nur nicht, wie es geht. Deswegen zweifelst du daran, dass es geht. Aber wenn du sagst, weißt du was, ich bin ready und ich möchte was anderes probieren und ich bin auch bereit, da meine Zeit, meine Energie zu investieren, weil es ist wichtig für mich, dann werde ich auch bereit sein, meine Zeit, meine Energie zu investieren und mit dir da gemeinsam drauf zu gehen. Aber das werden wir sehen, wenn wir in den Power Call gehen. Jedenfalls, wenn du sagst, ich habe es für mich aber verstanden und ich werde das erstmal für mich alleine durchziehen, dann mach das. Aber mach das nicht im Kopf. Setz es um. Denn Wissen ist nicht Macht. Nur Machen ist Macht. Also mach es einfach. Mach es einfach.